Hallo und willkommen zu Walk of Ages 2 zusammen mit Drasa. Hallo. Wir spielen jetzt wieder eine Runde Hürdenlauf und zwar sind wir jetzt auf Schottland und da spielen wir mit dem Kuhfelsblock. Danach geht's ab in den Krieg, aber jetzt wird erstmal Rennen gefahren. So. Okay. Ich bin gespannt. Das ist so deine Home Map, so fühlt sich's immer an. Findest du? Ja. Die Map ist. Ich mag die Map. Ich finde die irgendwie ganz schön, aber. Ja, die Map an sich ist auch ganz cool. Aber die ist noch cooler, wenn man die Abkürzungen kennt, die ich leider nicht kenne. Ah ja, da wäre sie. Ich kann es auch nicht abschätzen, ob ich jetzt zum Beispiel hier darüber springen kann. Hier kann ich auf jeden Fall rüber. Ja, die Sache ist, ich muss sie jetzt fahren, weil ich sie gerade eben versucht habe, aber nicht hinbekommen habe. Ist ärgerlich natürlich. Aber nee, es ist nicht, dadurch weiß ich jetzt, wo sie ist. Ich hab's aber nicht. Nein, der hat mich abgeschossen. Oh Gott. Das war ein bisschen Glück, muss ich ehrlich zugeben. Wirklich? Ja. Scheibenkleister. Oh, hätt's noch mal runterfallen können, hätte ich's gehabt. Ich wäre fast runtergefallen, aber ich konnte dann noch einmal hochspringen und es hat noch nicht als runtergefallen gezählt. Okay. Aber das Gute ist, ich weiß jetzt, wo die Abkürzung ist. Ja, deswegen lasse ich dich jetzt vor. Denkst du, dass ich das so einfach zulasse? Egal, okay, ich konnte mich in der Luft noch retten. Ich bin zumindest nicht runtergefallen. Ah ja, okay, interessant, interessant. Klappt das, klappt das? Ja. Da kommt er mir hinterher geflogen. Der Schuft. Der Schuft. Ich fahre genau die gleiche Strecke wie du mit den gleichen Abkürzungen. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt ein Schuft sein soll und du nicht. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Abstimmungen wir schon hatten, aber ich dachte, irgendwann kam heraus, dass ich der Gute bin. Ich finde, das war keine faire Wahl. Findest du? So, okay, du weißt jetzt, wo sie ist, ne? Mhm. Oh, 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 da habe ich zu viel gewollt. Ich bin zu hoch geflogen. Oh, ich habe sie aber, glaube ich, auch nicht, ne. Echt nicht? Nee, ich muss ausräumen. Okay. Oh, der hat da alles zugebaut. Nee. Oh nein! Oh Gott! Schaffst du's? Nee. Ich wurde ein bisschen davon überrascht, was da alles steht. Ja, aber ich hol dich auch nicht mehr ein. Gut. Das war's eigentlich das Einzige, was ich gerade hören wollte. Bin ich an der unsichtbaren Wand abgeprallt? Tja. Okay, okay, okay. Mal schauen, wie jetzt die Abkürzung machbar ist. Weil manchmal setzt der NPC da gute Sachen hin. Setzt er jede Runde neu? Ja, ja, der setzt neu und kann alles neu setzen. Ah, ich verstehe. Oh, schade. Ich hätte jetzt so gelacht, wärst du da runtergeflogen, wenn du mich so abdrängst. Warum soll ich denn da runterfliegen? Ich weiß doch, was ich mache. Mhm. Das merke ich. Oh nein, ich bin schon dran vorbeigefahren, ich Vollidiot. Ah. Weißt du, was ich mache? Ja gut, okay, das ist dann deine Runde. Ich bezweifle, dass da jetzt so groß was passiert. Außer, dass ich runterfall. Nein, ich kann's retten. Ich kann's retten, aber trotzdem hol ich dich nicht mehr ein. Ja, wird schwierig. Ja, ne? Nee. Ah, das war belebend, hat sehr viel Spaß gemacht. Belebend für den Krieg. Attacke, bis gleich. Okay, und da sind wir auch schon im Krieg. Hier hatte Tim auch schon so ein paar traumatische Erfahrungen gemacht. Mal schauen, ob wir die wiederbeleben können. Ich spiele mit dem prähistorischen Rad, den Ambossbullen, dem Kriegsschiff, der Feuerwerkskanone, dem Phönixbaum, dem Windmühlengebläse, dem Tribock und der Bank. Keine Ahnung, was Tim hat, aber wir geben unser Bestes, ihm das Leben schwer zu machen. Ab in den Krieg. Kann es sein, dass mein Trauma auch mit dem Rad passiert ist? Das weiß ich nicht. Aber ich mute mich jetzt. Ja. So, jetzt kann Tim mich nicht mehr hören und ich
würde jetzt, um das Trauma gut wiederzubeleben, hier am Anfang Windmühlen setzen, die ihm schon den ersten Sprung richtig mies machen. Hinter die Windmühlen packe ich direkt zwei Trieböcker. Ansonsten habe ich hier direkt Ambossbullen, die ihn so ein bisschen aufhalten, dass er gar nicht gut vielleicht Schwung aufbauen kann und schon beim ersten Sprung richtig leidet. Ich habe keine Banken gesetzt. Egal. Egal, passiert. Ah, nee, es darf nicht passieren. Ich brauche ja das Geld. Aber ich will jetzt auch keinen Bauplatz wegmachen. Aber ich muss. Ich werde hier einen... Das reicht aber nicht, wenn ich einen Bullen verkaufe. Okay, ich habe ein bisschen verhauen. Ist, was es ist. Aber mal schauen. Ich denke, das hier wird schon fies genug sein. So, ich entmute mich wieder. Okay, du hörst mich wieder? Ich habe nämlich alles gebaut. Hörst du mich wieder? Ich Idiot, ich war die ganze Zeit noch gemutet. Ich habe gesagt, ich habe sehr dumme Sachen gemacht. Ja, gut. Und muss hier gerade ein bisschen improvisieren. Tim, ich habe vergessen, Banken zu bauen. Ich auch! Wirklich? Ja. Hast du was abgebaut dafür oder hast du gesagt, ja gut, passt jetzt so? Nee, ich habe wieder was weggemacht. Okay, ich hab gesagt, passt so. Aber gibt's hier nur zwei Minen? Ich weiß es nicht. Oh, das war fies. Oh. Du rollst schon oder noch nicht? Nee. Da musst du früher aufstehen. Mhm. Nee, das gibt's doch nicht. Oh, weh, du schaffst das. Okay, ich hab's. Okay. Ja, das muss ich wegmachen. Och nee, es geht gerade schon wieder so los, Felix. Was meinst du, Tim? Also ich bin auch einmal runter. Nee, ich glaube, ich bin zweimal runtergefallen. Du bist mehrmals runtergefallen. Oh, Gott sei Dank. Hast du es geschafft? Ja. Ich sehe es nur kaum, dass meine Kugel zerstört wird. Mhm. Hast du schon Schaden genommen, gut? Ja, ja. Gut. Weil ich auch. Oh, wir haben uns da beide wirklich den Anfang sehr schwer gemacht. Oh, das Rad rennt sich aber auch echt schwierig. Okay. Oh, oh, oh. Oh, ich hatte schon im Kopf, dass man da besser rüberkommt. Nein! Oh. Ich hab's zu spät gesehen. Kam der im richtigen Moment? So, jetzt muss ich erstmal direkt die Banken platzieren. Nein! Das war schlecht gebaut. Egal, alles gut. Danke, dass du es zerrollt hast. Wäre eine Bank geworden, die irgendwo in der Pampa stand. Du hast recht, es gibt nur zwei Banken, ne? Gell? Okay, dann habe ich nichts falsch gemacht. Hat dich irgendwas gut aufgehalten, Tim? Ja, an der einen Stelle so ein bisschen wie immer, aber ich bin überraschend gut durchgekommen. Also. Okay. Oh, das Rad war vielleicht wirklich eine schlechte Wahl. Ja, wie gesagt, mein Trauma ist auch mit dem Rad passiert. Aber ich dachte mir, das Rad ist nicht so anfällig für Windmühlen. Das kann nicht durch Kühe verlangsamt werden, sonst was. Das war auch mein Gedanke bei der Traumasituation. Du bist runtergefallen. Das ist wirklich sehr nett von dir. Tja, du sprichst das Offensichtliche aus. Okay. Nein! Ja, oh. Ja, willkommen in meiner Welt. Fühl den Schmerz. Das Blöde ist halt am Rad, dass ich so lange brauche, um mich aufzurichten. Ja, ich weiß. Shit. Es könnte sein, dass ich wirklich verhaue diesmal. Oh Gott. Nee, ich hab's.
Die Sache ist halt, jetzt muss ich mir eigentlich am besten die Zeit nehmen, deine Windmühlen zu zerstören, aber... Das ist vielleicht Hast auch gar du die nicht Zeit? So schlau, ja, weil... Mein Vorteil ist halt jetzt gerade nur gegen dich Zeit. Okay. Zack. Okay. Könnte man da nichts hinbauen? Nee. Wirklich, dass du ein Punkt... Nee, da habe ich schon was hingebaut. Okay. Wie du direkt nee sagst, ne? Ich dachte, du meinst eine Stelle, wo ich auch schon was bauen wollte. Nee. Den Anfang. Mein Plan war halt mit dem Phönixbaum, dass ich das mehrfach durchleben lassen kann, aber. Ah, ja, das macht Sinn. Deswegen stand es wieder da, ne? Ja. So. Tortechnisch sieht mein Tor schwerer mitgenommen aus als deins, ne? Mhm. Nee. Bist du kaputt? Nee, nee. Pff. Ach so, das war der Himmelsbulle. Also die Bullen, die... Ich könnte manchmal... Also die frieren dich ein und danach, weißt du, mit so ein bisschen zeitlichen Zwischending, danach greifen die dich erst an, ne? Ja. Das ist ganz übel. So. Okay. Mist, oh, nee. Es halt schaffen, ne? Wenn ich jetzt nicht zu viel Schaden krieg, dann ja. Wenn ich jetzt halbwegs gesund an deinem Tor ankomme. Schade. Oh, nee. Hast du das war nicht genug Schwung. Nee, das gut. Ist... Och, du landest auch noch drauf, ne? Ja. Ich glaub's nicht. Okay. Gut, gut, gut. Ich habe eine Chance. Ich glaube, mehr kann ich dort hinten halt eh nicht mehr bauen, ne? Oh Gott. Oh, es kann sein, wenn es jetzt ganz dumm läuft, dass mein Ball zerstört wird. Das, oh. Du bist trotzdem durchgekommen, ne? Ja. Mist. Oh, dein Ball ist aber wirklich gar nicht mehr gesund, ne? Nee. Deswegen habe ich auch nicht... Der Gesundheitsbalken ist quasi schon weg. Deswegen habe ich hier jetzt auch nichts mehr machen können. Ja. Oh, du bist schon da. Klar, die Map ist nicht groß. Ah! Oh. Hallo. Schöne Bullen hast du da. Ah, hattest du da, meine ich. Nein, das ist doch unglaublich! Oh, das war aber wirklich den Kopf am Kopf rennen. Ich bin am Anfang auch echt gescheitert, das ist echt fies gewesen. Oh, aber wie schön. Das gibt's auch nicht. Aber egal, gut gemacht. Dankeschön. Das hat bei uns beiden, glaube ich, insgesamt ganz gut funktioniert. Die Map löst halt einfach, die bringt so das Anstrengendste und Schlimmste in einem hervor. Ne? Ja. Dass man das, also wirklich, das ist so fies mit diesen Mühen dann immer. Aber hat Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und schaut unbedingt bei Trasa vorbei. Der hat nämlich heute auch eine super coole Runde hochgeladen. Die findet ihr in der Videobeschreibung, im angepinnten Kommentar und im Abspann. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.